Hallo Leute, willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute sprechen wir über ein Thema, das ist eine Ausbildung als Maurer. Jetzt geht los. Was macht ein Maurer? Vorbereitung der Arbeit. Bevor es an die Arbeit geht, muss eine Baustelle eingerichtet werden. Dafür sichern Maurer die Baustelle ab, indem sie Bauzäune errichten oder Absperrung aufstellen und leiten gegebenenfalls den Verkehr um. Damit die Arbeit auf der Baustelle geregelt ablaufen kann, wird der Bauplan zuvor mit allen Beteiligten genau unter die Lupe genommen und besprochen. Ist der Ablauf geregelt, fordern Maurer und Maurerinnen das notwendige Material, Werkzeuge und Maschinen von Baufirmen oder einem Zementwerk an und lagern diese in einem Container auf der Baustelle. Dazu gehören zum Beispiel Hebezeuge, Mauerhämmer und Maßgeräte wie Wasserwagen. Gerüste bauen. Sind Baugruben ausgehoben verlegt? Sind Maurer für die Betonung des Fundaments zuständig, auf welchem später das Haus errichtet werden soll? Dafür fertigen sie aus Holz sogenannte Schalungen an, die dem Haus Stabilität verleihen. Diese Schalungen werden im Fundament in den Wänden und Decken und als Pfeiler mit Hilfe von Einlagen aus Stahl verbaut und bilden das Grundgerüst eines Bauwerkes. Herstellung des Mauerwerkes. Um ein stabiles Mauerwerk zu errichten, benötigen Maurer verschiedene Materialien. Dazu gehören verschiedene Steinsorten wie Ziegel und Natursteine sowie Sand, Zement und Mörtel. Bevor Sie mit dem Mauern beginnen, mischen Sie den Mörtel an. Beim Mauern setzen Sie die Steine aufeinander, indem Sie zwischen jeder neuen Reihe von Steinen eine Mörtelschicht auftragen, die für Stabilität sorgt, aber auch zur Wärmedämmung beiträgt. In einem anderen Verfahren verwenden Maurer einen speziellen Klebestoff, der die Steine wie eine Fuge miteinander verbindet. Mit welchem Verfahren gemauert wird, ist abhängig von der Steinsorte sowie den Wünschen des Kunden, da es beim Beruf des Maurers um Präzision geht. Prüfen Sie die Ausrichtung des Mauerwerks auf den Millimeter genau. Ist ein Stein nicht gerade, heißt es schnell sein, denn er muss mit dem Mauerhammer ausgebessert werden. Bevor der Mörtel ausgehärtet ist, neben der Stabilität des Mauerwerkes, müssen Maurer bei ihrer Arbeit auch beachten, dass Bauwerke mit Fenstern, Türen und Treppen ausgestattet werden müssen. Deshalb betonieren und montieren sie auch vorgefertigte Bauteile wie Fensterschützen, in welche später denn die Fenster eingesetzt werden können. Außerdem errichten sie Gewölbe und Schornsteine und bauen Stahlbetontreppen ein, bei denen sie ebenfalls auf fertige Teile zurückgreifen.